Dieser Film wird Ihnen präsentiert von der Jäger GmbH, Schlosserei, Schweißfachbetrieb, Ihr Partner für Industriemontagen und Stahlbau in Lorsch, Nibelungenstraße. Hier rein, das ist euer Bereitstellungsplatz, dann geht ihr zurück. Die komplette Rückseite ist euer Einsatzbereich. Hier gibt es ein Treppenhaus rein. Ist ein Treppenhaus. Die Türen sind, glaube ich, teilweise zu. Zur Not müsste Oberwellfenster offen über Steckleiter rein. Im zweiten OG, dieser Abschnitt trennt mehrere Personen drin. Zweiten OG? Zweites OG. Ja, so gucken wir jetzt drauf. Wir müssen also nach unten. Kurvenführer 38 von 1 bis 38 Stunden. Wollen wir noch nie gewinnen. Thank you.
Wir haben uns überwacht, das eben jetzt das Gebäude. Ja, der Gott. Also auch wenn ich mit Schildern markiert. Falls wir noch einen Rettungstrupp brauchen und die drüben noch eine Leitung bräuchten, dass wir nicht alle drei an den Verteiler dran hängen müssen. Dass wir noch Reserven haben, ja? Florianhausen 1-42-12 von 1-42-11 kommen. So, richtig. Mittlerweile zwei Vermissten im Gebäude. Hier sind die abtransportiert, hier aus dem KGB. Wir hatten heute die Möglichkeit, am ehemaligen Hotel Sandhas zu üben, weil das abgebrochen wird die nächsten Wochen. Die Feuerwehr Lorsch und die Feuerwehr Einhausen werden bei solch großen Brandereignissen gemeinsam alarmiert. Ich hatte die Einsatzleitung als Stadtbrandinspektor von Lorsch, hatte dann die Einsatzstelle aufgeteilt. Den Straßenabschnitt im Bereich Grimhildenstraße hat die Feuerwehr Lorsch übernommen, die rückwärtige Seite, die Feuerwehr Einhausen, wo 3 bis 4 Minuten später, bedingt durch die Anfahrtszeit, angerückt ist. Ebenfalls mit dabei, gleichzeitig wurde alarmiert, das DRK OV Lorsch. Ja, wir sind hier vom Deutsche Rote Kreuz Ortsvereinigung Lorsch, heute Abend um 20.10 Uhr zur Unterstützung Brandeinsatz hier in der Grimhildenstraße beim Hotel gerufen worden. Um 20.16 Uhr sind wir mit dem KTOW hier an die Einsatzstelle vorgerückt, haben Lageerkundung gemacht und mit der Einsatzleitung der Feuerwehr abgesprochen. Weitere Mittel von uns, von der OV, parallel zum Regelrettungsdienst sind vorgerückt. Das war unser KTW, unsere mobile Sanitätsstation. Nachgefordert wurde dann gleich, nachdem das relativ schnell größere Anzahl von Verletzten hier an der Sammelstelle aufgeschlagen sind, sind dann die SEG-Sanität aus Bensheim nachgefordert worden, weitere Notärzte und Rettungsmittel. Und wie viele Verletzte hatten wir? Insgesamt waren 17 Verletzte. Davon waren 7 rote, also mit direkter hoher Transportpriorität, 5 gelbe, 4 grüne, begleichte Verletzung und eine, die betreut werden musste, weil sie hier im Geschehen mit eingebunden war. Die wurde dann her im Vater übergeben. So, wir wurden von der Feuerwehr Lorsch angefordert, in Abschnitt West zu übernehmen. Dort wurden im zweiten Obergeschoss mehrere Leute verletzt vermutet. Und haben über Steckleiter begonnen, die Menschenrettung durchzuführen. Mein Name ist Markus Stracke, ich bin der stellvertretende Stadtbrandinspektor hier in Lorsch und war heute der Vorbereiter der gemeinsamen Übung der Feuerwehren Lorsch und Einhausen, gemeinsam mit dem DRK OV Lorsch. Wir hatten heute eine Übung zum Thema Brandangriff mit Menschenrettung. Die Übung wurde in Lorsch im ehemaligen Hotel Sandhas durchgeführt und wir hatten dort insgesamt 19 Personen im Objekt, die dann durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet wurden und durch die Kräfte des DRK dann betreut und versorgt wurden.